YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel von mir. Diesmal mit dabei habe ich wieder einige Sachen aus dem Hause Panini und ein kleines Gewinnspiel, was ich zum Schluss des Videos weiter erläutern werde. Jetzt fangen wir erstmal mit der ersten Sache, die vor mir auf dem Lesestapel liegt. Und zwar ist das erste, was ich hier liegen habe, vom Red Pack, der dritte Band an Wonder Woman aus dem DC Rebirth Universum. Ich habe ja das erste Jahr gelesen und den ersten Band von Greg Rucka Run. Den zweiten muss ich noch lesen, der liegt hier noch vor mir auf dem Lesestapel. Wird dann in den nächsten paar Tagen eine Review zu kommen, damit ich mich dann auch direkt hier auf den dritten Band stürzen kann. Ich muss sagen, was das Greg Pack bis jetzt an Wonder Woman abzieht, ist unglaublich toll. Dazu kommen noch extrem gute Zeichnungen, wie ihr ja gerade eben schon sehen könnt, jetzt hier nochmal sehen könnt. Und ich muss sagen, Greg Rucka, Wonder Woman funktioniert wunderbar zusammen. Ich weiß gar nicht, wie lange der gute Herr noch die Serie schreiben wird. Ich weiß, dass er sie bald verlassen wird oder in den USA sogar schon verlassen hat. Ich weiß nicht, wie viele Veröffentlichungen von ihm das noch zu ihrem Weg zu uns finden, bis dann der Autorenwechsel stattfindet. Kann nur sagen, die aktuelle Wonder Woman ist somit das Beste, was zurzeit bei DC Rebirth läuft, wenn es nicht sogar die beste DC-Serie zurzeit ist. Ich glaube, das habe ich bis jetzt noch in keinem Video so gesagt, aber kann man schon fast sagen, dass Wonder Woman mit die beste Serie oder vielleicht sogar die beste Serie aktuell im DC-Universum ist. Dann habe ich hier liegen Waffe X, die neue Serie von Greg Pak und gezeichnet von Greg Land. Die Hauptprotagonisten, wie man vom Cover schon sieht, sind in der Serie Lady Deathstrike, Sabretooth, Domino, Logan und Warpath. Ich muss sagen, vom Warpath, diesen Indianer Mutanten, kenne ich noch so gut wie gar nichts. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich Bock auf die Serie hatte. Dazu kommen natürlich noch Old Man Logan und Sabretooth zusammen in einem Team drin. Bin mal sehr gespannt drauf, was das hier, was für eine Richtung das Ganze gehen wird. Ich habe schon gehört, dass das irgendwie so der Wegbereiter für das nächste X-Men-Event sein soll und dass daraus doch eine Folgeserie entstehen wird. Lass ich mich mal überraschen. Habe auf jeden Fall Bock auf die Serie und muss sagen, dass Greg Pak ja eh so ein Autor ist, der schon ein paar Dinger geschrieben hat, die mir sehr, sehr gut gefallen hatten. Da ist gerade zum Beispiel Planet Hulk noch definitiv eine Erwähnung wert, die dass er auch geschrieben hat. Dazu kommt noch, ich habe reingeguckt, was der US-Inhalt ist oder beziehungsweise was die US-Hefte hier drin sind, dass hier drin noch eine Ausgabe Totally Awesome halt abgedruckt ist. Die Serie wiederum wird auch von Greg Pak geschrieben und da gibt es wohl schon direkt so ein kleines Crossover. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Waffe X, freue ich mich sehr darauf, den in den nächsten paar Tagen lesen zu können. So, dann geht's weiter mit Inhumans Royals, die neue Inhumans-Serie, die jetzt direkt nach Inhumans vs. X-Men spielt. Ich muss sagen, von Inhumans vs. X-Men muss ich auch den zweiten Band lesen. Ich habe es irgendwie mit den zweiten Bänden dieses Mal. Auf jeden Fall weiß ich noch nicht, ob ich das hier vorlesen werde oder ob ich mir zuerst noch den zweiten Band von Inhumans vs. X-Men zu Gemüte füge. Habe auf jeden Fall Bock drauf. Geschrieben wird das ganze Ding von Al Irving, gezeichnet von Tony Sillas und das Cover sieht schon mal extrem cool aus. Ich musste sagen, auf den ersten Blick dachte ich erst, das wäre der gute Ramos, der das ganze Ding gezeichnet hat. Allerdings ist er das nicht gewesen. Überhaupt ist der ganze Zeichenstil sehr cartoonisch in dem Band drin. Bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Muss sagen, die Inhumans-Serie, die zu Inhumans vs. X-Men geführt hat, die fand ich so recht durchwachsen. Ich fand den ersten Band extrem stark, den zweiten fand ich dann extrem schwach und dann hat es irgendwie bei mir aufgehört mit den Inhumans. Will den Inhumans dann nochmal eine Chance geben, weil durch das ganze Event Inhumans vs. X-Men sind mir die Inhumans nochmal ein ganz Stückchen schmackhafter geworden, als es zuvor gewesen sind, weswegen ich tierisch Bock auf den Band habe. Dazu kommt noch, dass ich so von US-Reviews mitbekommen habe, dass die Serie sehr stark sein soll, weswegen ich mir das ganze Ding mal zu Gemüte führen wollte. Dann geht's weiter mit X-Men Gold, die neue, oder beziehungsweise eine der neuen X-Men-Serien. Durch das ganze Event Inhumans vs. X-Men sind irgendwie einige X-Men-Serien gestartet. Danach kommt dann noch X-Men Blue und noch irgendeine andere X-Men-Serie plus Waffe X, die man ja auch zu den X-Men dazuzählen kann. Ich bin eh großer X-Men-Fan, weswegen bei mir eh erstmal aus Prinzip alles landet, wo irgendwie ein X auf dem Titel draufsteht. Bin ich auch gespannt drauf. Um das erste Heft gab es so einen kleinen Skandal um das US-Heft wegen so ein paar Botschaften, die da in den Panels versteckt gewesen sind. Habe immer den Direktvergleich zwischen dem US-Heft und den der Neuauflage jetzt hier gestartet. Muss sagen, wurde alles rauszensiert, soweit ich das gesehen habe, ohne jetzt die Zeichnung groß zu verändern. Man hatte wirklich nur kaschiert oder ein paar Sachen weggenommen, um dann die besagten Panels dort rauszuschneiden. Wie gesagt, auch sehr gespannt drauf, werde ich in den nächsten ein, zwei Tagen lesen. Ich muss auch gucken, wie gesagt, bei den X-Men und den Inhumans Band hier, ob ich mir vorher noch den zweiten Band Inhumans vs. X-Men zur Gemüte fügen werde. So, und dann ist noch eine Sache, die sich jetzt bei der letzten Lieferung von Panini gedoppelt hat, und zwar Captain America Band Nummer 3. Dazu hatte ich schon eine Review gemacht. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, wo ich auf den Inhalt davon eingehe, wo ich auch erwähne, was ich daran so krass abfeiere und was aber allerdings auf der anderen Seite mein Zwiespalt mit der Serie ist. Und dann kann erst ein Glücklicher von euch das ganze Ding gewinnen, kann ein bisschen mitdiskutieren.
diskutieren. Und schreibt mir einfach mal in die Kommentare rein, einen lustigen Kommentar, warum der Comic bei euch landen sollte. Und da werde ich einfach in den nächsten, sagen wir mal, ab heute, in den nächsten 7 Tagen einen Gewinner auslosen und werde den dann direkt hier in den Kommentaren anschreiben, dass er mir dann per E-Mail die Adresse schicken kann. Also nochmal, ballert in die Kommentare einfach einen lustigen Kommentar rein, warum ihr den Comic haben wollt und warum er bei euch landen sollte. Und dann werde ich innerhalb von den nächsten 7 Tagen denjenigen hier in den Kommentaren anschreiben, der dann das ganze Ding gewonnen hat. Das war's meinerseits. Wie gesagt, ballert mal in die Kommentare rein, wegen den Comics zum einen und zum anderen, was ihr euch davon geholt habt und was eure Meinung zu den Serien jeweils ist. Das war's meinerseits. Lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Thank you.